spreche ich mit Bastian Lümmeltütchen, richtig? Mhm, richtig. Hier spricht Gerd Paul von der Handelsgesellschaft. Gesellschaft heißt Level Trade. Aha. Level Trade. Ja, ja? Buchstabier mal. Bleiben Sie bitte auf der Linie, ja? Ja, ich bleib auf der Linie. Hm? Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Da bin ich wieder und ich habe euch ja wieder einen neuen Betrüger mitgebracht. Und diesmal habe ich keinen Bock mehr auf den Betrüger, weil ja, ich bekomme halt einfach Musik und die wollte ich aber gar nicht. Ja, und er versteht nicht, dass er jetzt daran schuld ist, dass der Herr Lümmeltütchen ja eben keine Musik hören wollte und keinen Bock mehr auf den Typen hat. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Spreche ich mit Bastian Lümmeltütchen, richtig? Mhm, richtig. Hier spricht Gerd Paul von der Handelsgesellschaft. Von was? Handelsgesellschaft, es geht um Köln. Ja, aber wie heißt die Seite? Die habe ich nicht verstanden. Tja, den Namen der Gesellschaft konnte ich auch gar nicht verstanden haben, denn der Typ hier hat sich überhaupt gar nicht vorgestellt. Er hat einfach nur gesagt, er ruft von der Handelsgesellschaft an. Ist ja schon mal sehr seriös, dass er sich nicht mal mit seinem Firmennamen vorstellen möchte. Mein Name ist Leo Paulus. Ich rufe Sie von der Handelsgesellschaft. Es geht um Handel mit Bitcoin. Der Typ schafft es in der Tat nicht mal auf meine Frage einzugehen, von welcher Firma er aus anruft. Er wiederholt sich und sagt einfach, ja, er ruft von Handelsgesellschaft. Aber ist ja schön, dass er von Handelsgesellschaft ruft. Tja. Wunderbar. Da wissen wir wieder ganz genau, was wir hier für einen Intelligenzquotienten am Telefon haben. Ja? Aber was für eine... Handels und weiter? Handel mit Bitcoin. Ja, und wie heißt die Firma? Ich hab's noch nicht verstanden. Handelsgesellschaft heißt Level Trade. Level Trade. Ja? Buchstabier mal. Okay. Level Trade. Ja, wie schreibt man das? Level Trade. Also, Level Trade zusammen. Ja, und die Buchstaben einzeln? Ja, der schafft es hier tatsächlich nicht mal vernünftig zu buchstabieren, obwohl ich ihn danach gefragt habe. Tja, ihr könnt euch vorstellen, der Typ, der kann sicherlich schon wieder gar kein Deutsch und liest einfach nur sein blödes Skript darunter. Ja, und hat eigentlich gar keine Ahnung, was das Ganze da bedeutet, was er da überhaupt meint und sagt. Und sobald man was fragt, war es das eigentlich auch schon und man hat ihn total ausgenockt. L-E-V-E-L-T-R-A-D-E. Level Trade. Und dann? Also ich meine, ich versuche das immer aus der Perspektive eines Unwissenden irgendwie, ja, das Telefonat zu führen, als hätte ich keine Ahnung, was der von mir will. Und ich weiß es nicht. Hört man nochmal genau hin? Habt ihr verstanden, was der da buchstabiert? L-E-V-E-L-T-R-A-D-E. Level Trade. Und dann? Also der scheint das Buchstabieralphabet von Grund auf neu erfunden zu haben. Anders kann ich mir das hier, dieses komische Gestammel da, wirklich nicht erklären. Und das soll eine Oma am Telefon verstehen, von der er das Geld klauen möchte. Level Trade, das alles. Ja, gibt es denn eine Webseite zu, leveltrade.de oder so? Also, wir haben unsere Werbung gesehen. Und haben ihre Daten bei uns gelassen, ja? Das ist halt professionell. Ich hatte gerade eine Frage gestellt. Wie bitte? Ja, ob es da eine Internetadresse dazu gibt. Wie sagt der YouTuber Callcenter Scambaiting immer dazu? Tja, definitiv weniger als ein halber Meter Feldweg. Mehr Intelligenz kommt hier bei dem nicht zusammen. Man kann ihn fragen, was man will. Es kommt erstmal keine vernünftige Antwort. Der hört ja auch nicht mal zu. Er versucht nicht mal zuzuhören. Der macht einfach in seinem Skript weiter und rattert da seinen blöden Text runter. Naja, also wenn wir so eine Betrüger haben, dann ist das schon mal ganz gut. Weil der betrügt auf jeden Fall nicht viele. Ich hoffe, dass noch viel mehr davon anrufen werden und wir den Beweis kriegen, dass die eigentlich ihren Job da umsonst machen.
Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich meine, irgendwo, klar, kommen die Zahlen her. Es gibt betrogene Menschen. Tja, aber das werden dann die wenigen Intelligenten sein. Der hier macht doch keine Abschlüsse, oder? Also Level Trade, ja, d.de. Punkt .de. Ja, .de, genau. Gibt's nicht, Seite wurde nicht gefunden. Also probieren dann com. Dann probiere ich mal mit com. Leveltrade.com. Also was denn jetzt? .de.de.com. Haben wir noch was zur Auswahl? Oder kriegen wir es jetzt irgendwie hin, mal seine Webseite aufzurufen? Gibt's nicht. Und so, und was für Probleme gibt es? Webseite nicht vorhanden. Es ist unmöglich. Also es gibt kein leveltrade.com. Gibt's nicht. Also, auf jeden Fall, probieren Sie bitte leveltrade.io. Also zuerst was D, dann was DE, dann was COM. Und jetzt sollen wir mal IO probieren. Und er ist sich ganz sicher, dass seine Webseite überhaupt existiert? Mensch, also ist schon ein starkes Stück, seine eigene Domain nicht mal so richtig zu wissen. Und er antwortet ja jedes Mal eine andere Domain-Endung. Tja, kann ja nur spannender werden mit dem Typen hier. Jetzt ist es schon IO. Gerade was noch DE, dann was COM und jetzt ist es schon IO. Wie heißt denn nur die Domain genau? Also Level Trade? Ja. .io. Wir suchen das. Ja, die gibt's ja. Hm. Aber, ja, aber als erstes machen wir mal die Musik da im Hintergrund aus. Weil wenn es jetzt hier um Geldgeschäfte geht, dann will ich da im Hintergrund keine Musik haben. Aber warum glauben Sie so? Ich arbeite im Büro. Warum kann ich Musik nicht hören? Was für Problem gibt es? Ja, weil ich das dann nicht seriös finde mit Geldgeschäfte. Warum nicht seriös? Warum ja, habe ich doch jetzt gerade erklärt. Ich finde das mit Geldgeschäfte nicht seriös. Also der Typ möchte von mir eine Begründung haben, bekommt eine Begründung und fragt dann bei der Begründung, warum. Also noch dämlicher geht's nicht. Ich hab's ihm doch beantwortet. Ja, deswegen, weil Musik einfach nicht zu Geldgeschäfte passt. Ich meine, stellt euch das bildlich vor. Ihr geht in eure Bankfiliale, da gibt's ja noch ein paar, geht da rein, wollt da irgendwas abschließen und die feiern da alle im Hintergrund und es ist laute Musik und Party. Am besten noch mit ein bisschen Schaumkanone und Nebelmaschine und Seifenblasenmaschine, damit das hier richtig Spaß macht oder was. Also keine Ahnung, was die sich dabei denken. Aber tja, ich meine, bei solchen Betrüger bin ich immer ganz froh, wenn ich die am Telefon habe, weil dümmer geht's eigentlich kaum noch. Und ich hoffe, dass da wirklich kaum einer drauf reinfällt, wenn so einer anruft. Also ja, also die machen sich ihr Geschäft selbst kaputt und das ist auch wirklich gut so. Ja, und aber wir sind Leute, wir können Musik hören beim Arbeit. Mhm. Was für Problem gibt es, das verstehe ich nicht. Ja, ich bin der Kunde und der Kunde hat gerade gesagt, ihm gefällt die Musik im Hintergrund nicht. Okay, aber was machen Sie beruflich? Darf ich fragen? Was ich beruflich also, mache? Sie, zum Beispiel, wenn Sie im Büro sitzen, warum können wir nicht Musik hören? Ja, ich sitze auch im Büro und höre Musik, aber die mache ich aus, wenn jemand anruft. Das ist doch höflich nur, oder nicht? Aber hören Sie, was ich sage. Ja, schwierig, das ist ja das Problem. Wichtigste. Naja, eben ja nicht. Das ist ja gerade das Problem. Ich verstehe kaum, was du sagst. Deswegen Musik bitte aus im Hintergrund. Weil wenn wir hier Geldgeschäfte machen wollen, dann ohne Musik. Ist das für Sie so prinzipiell, oder? Ja, das ist prinzipiell. Ja, aber können wir über Handel sprechen? Ja, ohne Musik können wir. Ohne Musik können wir darüber sprechen, ja. Wenn die Musik aus ist. Es ist nicht meine Musik, verstehen Sie? Ja gut, aber man kann ja dafür sorgen, dass die ausgemacht wird, ne? Ich warte so lange. Okay. Moment, bleiben Sie bitte auf der Linie. Mhm. Naja, hier haben wir wenigstens GEMA-freie Musik. Besser, oder? Ja, scheint erstmal besser zu sein, ja. Gut.
So, es geht um Handel mit Bitcoin, ja? Und haben Sie Interesse dafür? Ja, grundsätzlich schon, ja. Ist es für Sie aktuell, ja? Ja. Und haben Sie schon gehandelt? Ne, haben Sie schon probiert? Nie, ja? So jetzt hier noch nicht, nee. Und was wissen Sie darüber? Gar nichts. Also ich hatte mich nur angemeldet hier über so eine Werbung, dass man da Geld verdienen kann. Und da dachte ich, da mache ich mit. Gut, super. Dann verstehen Sie, bei uns funktioniert es so. Sie erstellen bei uns Ihr Handelskonto. Mhm. Ja. Und dann aktivieren Sie das Konto und bekommen einen Zugang zu den Finanzmärkten. Ja, und dort können Sie mit verschiedenen Instrumenten, zum Beispiel mit Bitcoin, handeln. Mhm. Aber es kann auch Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien sein. Ja, das ist Ihre Entscheidung, damit zu handeln. Ja, und dann handeln Sie, Sie kaufen und verkaufen verschiedene Finanzinstrumente und Ihr Profit kommt gerade auf Ihre Handelskonto. Ja. Ja, und jede Zeit können Sie das Geld auszahlen. Es ist bei uns technisch möglich, kein Problem, ja. Das ist aber nett, dass das technisch möglich ist, dass man da theoretisch Geld auszahlen könnte. Ach ja, Leute, ihr wisst Bescheid. Da, wenn man da sein Geld einzahlt, tja, die sind dann lange weg, bevor ihr überhaupt die Möglichkeit habt oder den Knopf gefunden habt, wo man das Geld auszahlen kann. Kohle werdet ihr dann nie wieder rausbekommen. Reinstecken funktioniert, rausholen aber nicht. Und wie gesagt, die minimale Handelssumme bei uns ist 250 Euro. Es ist wie ein Test. Sie testen unsere Plattform, ja. Und dann, wenn alles gefällt Ihnen, können Sie mit größerer Summe handeln, sozusagen. Mhm. Verstehen Sie? Mhm. Ja. Und wie gefällt das Ihnen? Ja, klingt ganz gut. Hm. Also, darf ich sagen, wofür suchen Sie einen zusätzlichen Verdienst eigentlich? Ja, das geht um, ja, kann man ja nie genug haben, ne? Also ich meine, so die Rente ein bisschen aufstocken im Voraus. Ja. Mhm. Also, bei uns sind Sie in der Lage, 40-60% Ihrer Anzahlungssumme als Profit monatlich zu kriegen, ja? Also der will mir jetzt hier ernsthaft erzählen, wenn ich da 250 Euro einzahle, beziehungsweise ist ja auch egal, die Anzahlungssumme, wenn ich die da reinstecke, kriege ich 40-60% Profite. Naja, also stellt sich natürlich wirklich die Frage, warum sitzt denn der da noch am Telefon? Da brauchst du doch bloß ein Monatsgehalt reinstecken und kriegst dann davon jeden Monat 60%. Und vor allem, dann hat man ja 60% dazu. Das heißt, man hat dann ja 60%, ne, also auf den Gesamtbetrag, nochmal und nochmal und nochmal. Ja, also da vermehrt sich doch das Geld ins Unendliche. Ja, warum gehen wir denn alle noch arbeiten? Sind wir alle blöd? Nicht. Wie gefällt das Ihnen? Ja, wer kriegt den Rest? Wie bitte? Na, wenn ich nur 40-60% kriege, wer kriegt denn die anderen 40-60%? Wiederholen Sie bitte nochmal. Ja, wer den Rest bekommt? Wer den Rest bekommt? Den Rest. Also, das ist Ihr Geld. Sie bleiben auf Ihr Handelskonto immer. Ja, aber wenn ich nur 40-60% behalten darf? Ja, 60% bis 60% monatlich als Profit kriegen können. Achso, wo ist der Rest denn zu 100%? Nicht, also, verstehen Sie, zum Beispiel zahlen Sie 250 Euro ein und dann können Sie bis 60% dieser Summe monatlich zu kriegen als Profit. Ach, das kommt denn da drauf? Ich dachte, man nimmt mir denn von den 250 Euro die 60% weg. Nee, das Profit kommt auf Ihr Handelskonto, ja, und ja. Sie vermehren diesen Beitrag, verstehen Sie? Ja, und wie funktioniert das mit den komischen Hebeln? Weil ich habe mal gehört, da gibt es so verschiedene Hebel, also einen langen Hebel und einen kurzen Hebel und einen schönen Hebel und einen hässlichen Hebel.
Wie funktioniert also, das mit diesen Hebeln? Das müssen Sie eigentlich nicht wissen. Sie handeln mit Fachmann, ja, mit dem Fachmann. Und nach der Einzahlung bekommen Sie Hilfe von unserem Fachmann. Ja, also ich soll nur Geld reinzahlen. Aber wie das jetzt so genau funktioniert, das muss ich nicht wissen, weil das macht dann der Fachmann. Tja, also geht euch das nichts an, was mit eurem Geld denn da passiert. Ja, und dann besprechen Sie, wählen Sie beste Handelsstrategie und handeln Sie mit unserem Fachmann. Ja, wenn Sie Anfänger sind, können Sie natürlich mit Fachmann handeln. Weil wir arbeiten auch mit Anfängern, es ist kein Problem. Und was ist das für ein Fachmann? Ja. Finanzberater, unserem Finanzberater. Ach, ein Finanzberater-Fachmann. Ja. Ah, okay. Ja, dann habe ich das verstanden, ja. Ja. Super, dann. Also, wir können das jetzt machen. Wir können das jetzt anfangen. Wie gefällt das Ihnen? Ja, so was ich bis jetzt gehört habe, war ganz schlüpfrig, ja. Wie bitte? Ich sage, was ich so gehört habe, war ganz nett. Ja, und was ist Ihre Meinung? Meine Güte, ist ja schwer vom Begriff. Ich habe doch gerade gesagt, ich find's ganz nett. Naja, oder schlüpfrig, oder... bin sehr begeistert von dem, was die mir da anbieten. Was können Sie sagen dafür? Ja, stecken wir mal ein paar Scheinchen rein, wa? Wie bitte? Ich sage, stecken wir mal ein paar Scheinchen rein. Also, Geld Lümmeltütchen, wir können das jetzt machen. Wir können jetzt mit Handel anfangen. Und ich möchte Ihre Meinung dazu wissen. Die ist positiv, so. Ja. Positiv? Ja. Also... Es dauert nicht viel Zeit. Ich kaufen Sie WhatsApp unter dieser Nummer. Nö, das ist eine Festnetznummer. Also ein Festlandtelefon. Nicht Satellit. Es ist ein ganz normales Telefon, nicht Satellit oder so. Das ah ja, das aber haben Sie Computer? Haben Sie Computer, Rechner? Ja, sowas habe ich auch, ja. Und haben Sie WhatsApp dort, oder? Nö. Also, haben Sie E-Mail-Adresse eigentlich? Ja, eine E-Mail-Adresse habe ich, ja. Und es klingt bastian@googlemail.com, richtig? Genau. Also, wie oft überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse? Wie oft ich die nachgucke? Ja, genau. Wie oft? Weiß ich nicht, also eigentlich ganz selten, immer wenn ich da mal reingucken soll, wieso? Ich meine, ich schicke Ihnen per E-Mail unsere Daten, ja, damit die Einzahlung machen können. Und deshalb frage ich, wie oft überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse? Weil es ist wichtig in diesem Fall. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, aber kann ich das nicht auf eurer Webseite dann direkt bezahlen? Weil ich bin ja jetzt hier schon auf diesem Level-Trade. Level-Trade? Ja, Bin ich ja eingeloggt hier in dem Ding. Also, wenn Sie Mastercard haben, können Sie das direkt machen, natürlich. Ja, die habe ich, die Karte, ja. Okay. Kann ja auch erstmal hier in den E-Mail gucken, wo Sie gesagt haben. Dann gehe ich da erstmal hin. Dann machen wir jetzt erstmal das mit der E-Mail, weil Sie haben mir das ja schon geschickt und wir wollen ja nicht die Zeit verplempern, die Sie sich da genommen haben. Also, es wird besser für Sie per E-Mail machen, ja? Ich guck da jetzt mal, ja. Sie haben ja gesagt, Sie haben mir eine E-Mail geschickt. Dann gucke ich da mal rein in das Ding. Okay. Ja. Lümmelstürchen, können wir in 10 Minuten nochmal reden? Ich schicke Ihnen Adresse. Also ich schicke Ihnen Daten. Können wir in 10 Minuten nochmal Anruf führen? Wieso in 10 Minuten nochmal? Ich bin doch jetzt dran. Weil ich muss diese Daten in unserem Finanzabteilung bekommen. Verstehen Sie? Ja, dann warte ich so lange. Dann warte ich so lange. Das ist kein Problem. Dann können wir uns ja ein bisschen unterhalten. Dann bleiben Sie bitte auf der Linie, ja? Ja, ich bleibe auf der Linie.
Nee, der gibt mir jetzt nicht 10 Minuten lang Musik. Das kann ich ja nicht mal... Nee. So war das nicht verabredet. Also Leute, ich leg jetzt wirklich das erste Mal von alleine auf. Weil ich habe jetzt darauf 10 Minuten lang keine Lust. Ja, da hat er jetzt tatsächlich vor, mich 10 Minuten in der Lala-Musikwarteschleife der Hölle sitzen zu lassen. Auf gar keinen Fall. Es ist ja wie Fahrstuhlmusik aus den 70er Jahren. Nee, danke. Aber der sehr nette Herr war natürlich sehr zuvorkommend und hat nochmal angerufen. Womit er nicht gerechnet hat, jetzt bin ich angepisst. Weil erstens wollte ich keine Musik in diesem Gespräch haben, weil unseriös. Und zweitens hatte ich ja vor, mit ihm über sein komisches, ganz tolles Unternehmen mich zu unterhalten. Mal sehen. Ja, ich habe Ihnen per E-Mail einen Link geschickt. Ja, aber Sie sind ja nicht dran geblieben am Telefon. Ich wollte ja, dass wir miteinander sprechen, aber dann haben Sie mich ja einfach... Nee, vielleicht... Doch. Da war auf einmal so eine olle Musik da in der Leitung. Das wollte ich nicht. Nun, da ist das Problem, ja? Ja. Nun, da ist das Problem, ja? Echt? Das finde ich ist jetzt ein Problem, ja, weil ich habe gesagt, wir können uns ja noch über die Firma unterhalten und Sie legen mich einfach in die Warteschleife, ohne darauf einzugehen. Ist doch unhöflich. Das ist unhöflich? Ja, das ist unhöflich. Aber ich habe nichts gemacht. Ja, ich habe halten geklickt und... Naja, nicht, warum, und das, genau das sollten Sie ja nicht. Doch. Ist doch nicht nett, sowas. Was nett? Naja, das, was Sie da gemacht haben. Aber es ist nicht unhöflich, ja, ich habe... Na doch, ich habe ja gesagt, wir können uns ja noch unterhalten und Sie drücken mich einfach weg. Nee, das habe ich nicht gemacht. Natürlich, ich hatte doch dann Musik. Das ist nicht mein Schuld. Doch. Okay, wie Sie wollen. Okay, tschüss. Wie, tschüss? Was denn nun? Aha. Tja, dass er jetzt daran schuld ist, dass er keinen Verkauf machen kann, das hat er wohl irgendwie nicht eingesehen und bockig aufgelegt. Irgendwie hat er nur dann trotzdem nichts verkauft. Ich meine, hätte er hier nicht auf dem Kanal, bin ja nicht dämlich. Ja, aber ich weiß auch nicht, was der sich da gedacht hat. Ich sage ihm ja noch, nee, ich will jetzt hier mit ihm noch reden, weil wenn wir 10 Minuten Zeit haben, dann kann er mir doch noch was über seine Firma erklären. Tja, aber da seine Deutschkenntnisse nicht nicht ausreichen, hat er mich dann einfach in die Warteschleife gepackt. Naja, aber nicht mit mir. Zeit haben wir auf jeden Fall jede Menge von ihm verplempert, denn das Ganze war ja umsonst und dem Callcenter zumindest hat es auch Geld gekostet. Naja, ich hoffe, euch hat das kurze Video trotzdem gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Am besten mit Glocke, dann gibt es auch immer eine kleine Information, wenn was Neues auf dem Kanal zu finden ist. Jetzt seht ihr hier noch die Playlist zu allen anderen Videos auf diesem Kanal. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.